Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Ja, ihr hört's vielleicht. Ich bin ein bisschen erkältet. Aber nichtsdestotrotz, ich habe jetzt schon seit Tagen nichts aufgenommen, weil ich einfach zu voll bin. Und jetzt muss ich mich langsam mal wieder ransetzen. Ein Wunder bringt die Rettung. Der Kampf beginnt, also sei vorsichtig. Ich habe jetzt schon seit, keine Ahnung, einer Woche nicht mehr gespielt oder vielleicht sogar zwei. Und ja, ich hoffe, dass ich noch irgendwas hinkriege hier. Du lebst also. Ich werde nicht sterben, bevor ich dich nicht besiegt habe. Geh weg. Ich habe lange nicht mehr gespielt. Gegeki damals die letzte Hoffnung für die Menschheit auf Erden. Du kleiner Bastard. Okay, ich bleibe einfach hier stehen, da kann mir nichts passieren. Sagte er. So, wie geht überhaupt irgendwas? Kamehameha! Hinter dem Haus war ich geschützt, ja. Nein. Hahaha! Easy going. Ich habe mir jetzt letztes so ein Dings angeguckt, so ein Video von Budokai Tenkaichi, ne? Also von dem hier. Und mit so Mods und so Fusionen und allem. Und das sah so krass aus, wie der da gekämpft hat. Der hat das Kaioken Goku, also Super Saiyan Kaioken, also Super Saiyan Blue in Kaioken mal 10 Modus, also den Kampf mit gegen Hit nachgespielt. Und er hat einfach so gut wie keinen Schaden bekommen. Er hat ihn, und er hatte alle Leisten voll, so wie Shenlong gerade. Und er hatte 3, so wie ich gerade hier. Nur, dass ich ihm keinen Schaden mache und er es im normalen Play gemacht hat. Ach, scheiße! Alter. Bitte? Sequenz. Alter. Nur ein gigantisches Entfernen und dann war's das. Ich hab's natürlich versucht zu kontern. Oh Gott, natürlich fliege ich ihm entgegen. Oh nein. Geh weg. Hallo? Eins? Bitte? Eins, bitte. Oh, Junge. Natürlich treffe ich dich. Oh, oh Gott. Huch. Wieso kann man abhauen? So. Jetzt runter, damit man besser ausweichen kann. Oh, gut. Schön hinter den Häusern verstecken. Ich denke, der will mir so ein bisschen an die Eier. Ah, jetzt. Ha! Geschafft? Okay. Da eigentlich war das jetzt einfach nur ein Überlebenskampf. Besonders viel gab es ja jetzt nicht zu sagen zu. Normalerweise würde ich drauf gehen und also in beiden Arten drauf gehen, also auf den Gegner einschlagen, bis er tot ist, wenn ich es denn hinkriege. Weil ich mache ja keinen Schaden und höchstwahrscheinlich lässt er sich auch nicht von meinen Schlägen beeindrucken. So geht das bis Hedge 4 und jawoll. So, jetzt kommt die Dragon Ball Saga. Die Dragon Ball Saga. So, es waren geile Kämpfe und so dabei. Aber, hiernach wird es natürlich nicht zu Ende sein. Ich werde noch in dem LP, also das wird noch ein bisschen gehen, solange wie ich Bock habe, denke ich mal. Weil es gibt ja noch Einzelplayer-Kämpfe zu machen, das ist so einfach so Duelle, die ich ab und zu mal machen kann. Natürlich wird das dann aufhören, wenn Dragon Ball Xenoverse 2 raus ist. Aber, solange ich noch, heute schreiben wir den 7. Oktober. Und ich will ja, habe ja gesagt, ich möchte eine Woche machen, wo ich komplett nur Dragon Ball hochlade. Und das genau eine Woche vorher. Und da ich, noch ein bisschen Zeit habe dahin, also 28. Oktober ist noch ein bisschen hin. Sind noch so 21 Tage. Ach Gott, halt dein Maul. Yo. Oh, ich erinnere mich an den Typ. Er war nicht schlecht. Okay, die Besonderheit hier bei denen ist halt wirklich, dass die jetzt hier nicht richtig fliegen können. Das heißt, sie deuten an, dass sie fliegen können, aber eigentlich, oh Gott. Ich glaube, man hat auch verloren, wenn man den Boden berührt. Sicher, also den anderen Boden. Au. Aua. Oh, okay. Und ja gut, ich wollte halt noch, also man ist ja im Turnieren so, dass man eigentlich, wenn man den Boden berührt, verloren hat. So.
So, ich versuche jetzt einigermaßen gut zu schlagen. Ah, scheiße, okay, er kann kein Dings, er kann wahrscheinlich nur so einen angedeuteten Drachensprint. Ah, hier können die halt auch nicht fliegen und alles. Da waren sie halt auch nicht so krass, aber es macht trotzdem Spaß, hier, aua, das zu spielen. Bleib oben. Ah, okay, doch, es gelten die ganz normalen Regeln. Gut, das wollte ich jetzt kurz mal ausprobieren mit dem Tod. Okay, und zwar will ich die Duelle einfach mal so machen, damit ihr ein paar Charaktere seht, die man jetzt in der Story nicht so spielt. Zum Beispiel will ich mit Bardock spielen. Mit Gogeta will ich ganz viel spielen, also jedem einzelnen Gogeta. Auch mal mit Super Saiyan Vegeta. Also eigentlich so all meinen Lieblingscharakteren. Damit ich die euch mal vorstelle, so ein bisschen zeige, was kann ich so mit denen, wenn ich da was mit denen kann. Okay, und... Ha! So, Junge, jetzt haben wir aber keine halben Sachen mehr. So, schaffe ich es doch vor dem Dialog, ihn auf den Boden zu kriegen. Okay, das macht ihn nach oben. Ah, doch, der kann das. Okay, gut. Alter, fuck. Ah, das ist wahrscheinlich, wenn ich eine bestimmte Lebensanzeige habe, irgendwie, also wenn ich bestimmt viel Schaden genommen habe. Okay. Alter, nee, ich will das nicht. Okay, ja, wir machen jetzt einfach ganz normal weiter. Wir fangen an zu zählen auf Junge. Ich mach den jetzt einfach so da. Junge, Alter. Okay, ich mach's einfach so mal. Alter, er macht einen Halter wirklich stark. Nein! Wenn er das jetzt machen sollte, bin ich down. Ja, Alter, was ein Bastard! Er macht das extra genau an der Kante. Okay, die Kämpfe sind ein bisschen schwerer, weil man den Ring verlassen kann. Ach, ey, nee. Jetzt weiß ich, wieso ich die Dragon Ball Saga gehasst habe. Und das nicht nur im Was-wäre-wenn. Und den Kampf, den, da werde ich heulen. Oh, komm schon. Irgendwas muss er doch können hier. Gohan, sieh die kleinen Schwerter raus. So. Okay, keine halben Sachen mehr. Einfach die Strahlen fliegen lassen. Okay, Junge, beruhig dich. Okay, einfach in der Mitte bleiben. Oh, Junge! Jetzt regst du mich auf, Junge. Kamehame! Gib ihm! Ha! Du Opfer! Aua. Er macht trotzdem Boden gegen Decke, das ist unfair! Aua. Nein! Knapp. Weißt du, Goku bleibt auch liegen. How is that possible? Ach, Junge, Alter. I don't believe it. Ja, er hat den Ring verlassen. Als ob. Jetzt war ich ein bisschen leise, weil ich konzentrieren musste. Name ist aus dem Ring gefallen. Ah, geil. Da liegt also die Schwachstelle bei NPCs. Okay. Okay, den Kampf. Name haben wir freigeschaltet. Kampf im Quittenturm. Ich will nicht schon wieder verlieren. Ich habe gerade schon zweimal verloren. Mehr kann ich nicht verkraften. Ach Gott. Kampf. Ach so, Meister da. Oh, den kann ich wieder so auf die Fresse geben, ohne den Ring verlassen zu dürfen. Ach. So. Oh, hallo. Ja, ich würde jemanden durch den Händen schlagen. So. Hä? Kamehameha. In die Fresse. Hä? Ey, war das dein Ernst? Was kannst du eigentlich? Also, jetzt als Skills.
Nachbildschlag. Falscher Mut. Gegenangriff an Eindringen. Wehraffe. Okay, geht nicht. Okay. Bam! Nee, Junge, den mach ich jetzt so. Geh weg. Licht. So. Er macht sich falschen Mut. So, jetzt bin ich schön auf die Fresse. Hey Junge, was ist denn jetzt los? Achso, das war durch den falschen Mut. Okay, machen wir nochmal hier. Aufladung. Alter, Junge. Okay. Beruhigst du dich jetzt mal? Okay. Junge, welche Power? Junge, jetzt stirb, Alter. Hallo, ich mach doch. Junge. Ich hab's doch ge... Ach, Junge. Junge, ich fick die Taste gerade in den Arsch. Nee, jetzt reicht mir mit dir. Oh, Junge, fuck mich nicht ab. Sonst wird Kid Goku noch zum Super Saiyajin. Und dafür werde ich sorgen, persönlich. Dann reiß ich mal in der Zeit zurück wie Tova, ey. Dann verändert so ein bisschen die Historie. Ach, Junge. Mach doch einfach. Flieg da hin und mach Hallo. Junge! Oh, Junge. Ja, komm doch jetzt her. Bilder sind ja. Was denn Bilder sind? Alter! Da will ich einmal den Nachbildschlag ausführen. Junge, wofür habe ich das denn? Ach, jetzt hat er es gemacht? Ich verstehe es nicht. Ja, hier nichts falscher Mut. Alter. Nein. Nein, nein. Junge, er kann mich jetzt nicht down machen. Oh. Gott. Mach mir doch nicht so Angst, Mann. Puh. Knapp, knapp. Kampf im Quintenturm. Ja, gut, easy. was? Auf, egal, so ein Goku schlägt zurück. Speichern, ja. Ja, gut. Speicher. So, jetzt gibt's auch die Fresse. Son Goku schlägt zurück. Oh, ich freue mich schon, wenn wir den jungen Goku spielen wieder. Ich glaube, der kommt auch in der Saga vor. Also, wo er schon bisschen gealtert ist. Oh nein. Oh nein! Why? Verstecken wir uns hinter einer Mauer. Da trifft er uns nicht, hoffe ich. Hallo, Oh, yeah! Oh, shit, ich hab Angst. Oh, geil. Geil, geil. Nein, ich hab Angst davor. Ja, ich wehr das auch noch ab. Wenn sie trifft, ne, er ist paralysiert. Ah, doch nicht. Egal. Komm, wir machen das Finale jetzt einfach so. Schau mal. Eindringen. Oh Mann, da wollte ich gerade nicht eindringen. Bam. Ah, ich dachte, er bleibt nicht wirklich da stehen. Ich weiß gar nicht, was ist sein Special? Ich hoffe, kein Nahkampf. Ach nee, er macht gar kein Special. Also, er macht nichts Special-Leges. So. Ja! Als ob. Das hat ihn davon. Nein, das tut mich jetzt nicht. Das ist gerade so gut. Alter. Ja! So. Ah! Du Bastard! Ach, Junge, warum denn? Was willst du tun, hä? Ich bin außerhalb!
Okay. Oh. Er zerlegt das Haus. Er übertreibt. Ja, klar. Besser hat man gerade im Bug. Und dann übertreibt er wieder, ey. Mann. Oh, Junge, ich will dich so nah am Ficken. Digga, wen willst du hier ficken? Au. Du hast mein Haus kaputt gemacht. Ich hab mich da extra reingebackt. So. Genau so wurde er zerlegt, weil er Gokus Haus zerstört hat. Mann, Mann, Mann. Geht doch nicht so. Das war sein hart verdientes Haus. Mann, da wollte er sich gerade ein Gamer-PC kaufen. So. Nein, Penguin Village. Sag mir nicht, dass das... Ach so, nee, das ist nicht das. Okay. Ja, immer diese Schnupf... Nein! Oh, Junge. Immer diese Diskussion mit dem... Möchten Sie speichern? Bitte? Oh Gott. Mach doch einfach. So. Pinguinhausen. Nein. Nein. Ich darf jetzt nicht mit Arale spielen, oder? Bitte nicht. Alles, aber keine Arale. Ach, Goku. Oh, Gott. So, zack. Oh, Junge, warum? Egal. Machen einfach weiter wie vorher. So, zack. Zack. Als ob, Junge, was war das? Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Bam! Bam! Au, oh, erstmal schön ins Mikro gehauen. Was? Seit wann? Junge! Was? Ja, wen willst du hier ficken? Ach, scheiß auf Arale, ich will die nicht spielen. Also bis jetzt stelle ich mich gar nicht schlecht an. Kamehameha! Ich will dich das Haus prügeln, macht bestimmt Spaß. Junge, ach, ich wollte dich das Haus prügeln, aber ist das auch okay. Cool, was? Hab ich nicht verstanden, du kriegst so viele Schläge in die Fresse. Alter, du bist so ein Bastard, ne? Was, dass ich mich nicht bewegen kann? Und dann schlägst du zu, du Bastard. Alter. Du kannst genauso wenig fliegen wie ich. Und er macht es trotzdem. Da fliegt der Mr. Satan mit seinem Jetpack besser. So. Komm. Alter. Jo, wahrscheinlich. So. Bam. Hallo. Egal, was der gerade gemacht hat. Es juckt mich einfach nicht. So. Gott, lass mich einfach Ruhe, du Blödsinn. So. Easy. Jawohl. Pinguinhausen. Fertig. Also am Anfang hatte ich nur Probleme und jetzt werden es immer weniger, weil ich langsam eingespielt bin, denke ich mal. Der Upper war jetzt auch nicht krass. Was wäre denn Saga freigeschaltet? Traumkampf Son Goku versus Arale. Darf ich jetzt schon weinen oder soll ich gleich? Okay, ah, cool. So, dann kommt jetzt die Was wäre wenn Saga. Wer ist denn die Credits, die wollen wir uns hier ansehen. Kann man einfach skippen, ist auch in Ordnung. Ja. Speichern Erfolg auf. So, okay. Na dann. Das Schwierigkeitsgrad ja leicht jetzt zu Ende, aber egal. Was wäre wenn? Hallo! So, was gibt's denn jetzt so viel sagen? Also Traumkampf. Oh. Dass wenn das schon so anfängt, hat man doch direkt keinen Bock mehr. Den machen wir jetzt noch. Den machen wir jetzt noch. Mann. Der übel noch auf die Fresse. Oh Gott. Okay, ich kann. Achso, die war ja besonders schwer.
Hä, hey, Goku kämpft nicht gegen Mädchen, aber er fickt sie richtig brutal gerade. Achso, ich weiß, warum ich die gehasst habe. Weil die so eine richtig miese Kombo hat. Und weil die alt singt, ey, da hat's keinen Sinn. Lass das Pilz ausstehen. Und weil sie als abhaut. Und sie ist so klein, die trifft man einfach nicht. Das ist genau das Gegenteil von einem Wehraffe. Und sie ist verdammt stark dazu eigentlich noch. Bitte. Als ob. Ja, sozial. Alter. Ach so, süß. Das ist auch nervig. Hallo. Hallo. Wie wehrt man denn richtig ab? Ja, ist okay. Ach, Alter, verpiss dich. Nein. Hallo. Beruhigst du dich jetzt mal, du blöde Fotze. Entschuldigung für die Kraftausdrücke. Gib dir volle Breitseite. Alter. Die fickt mich. Die fickt mich einfach richtig brutal. Ich kann aber auch nichts gegen machen gerade. Ach nee, jetzt reicht's. Als ob. Als ob, Junge, die wirft mir einfach einen Stein in die Fresse. Was wirfst du mir Steine in die Fresse? Ja, komm, es bringt doch nichts. Es bringt nichts. Ich kann mich gerade echt nicht wehren, Mann. Was war das denn gerade? Ich benutze für meine Ancient Skill. Alter. Ey. Ohne Witz, das fuckt mich ab gerade. Fuckt mich ehrlich gesagt jetzt gerade richtig ab. Oh, alter Arale, fick dich doch ins Knie. Kein Wunder, dass ihr eben nicht mit der spielen wollte. Die ist richtig nervig. Boah, Alter, ja, verpiss dich. Jetzt reicht's. Jetzt gehe ich weniger auf Nahkampf, sondern mehr auf. Oh, ich wollte weniger auf Nahkampf gehen? Habe ich da was von erwähnt? Ich glaube nicht. Nee, richtig ist das ja. Wie sie es verdient hat. Ja, nice. Ah! Zum Glück. Hallo. Wie wär's mit. Nee, lass das mal. Hallo! Ey, Mann! Ich hasse es mit Remote. Das ist wobei ziemlich geil. Danke. Gott, wenn wir sie auf die gleichen Leben reduzieren können. Aha, Steinschere Papier. Nicht schlecht. Oh, Junge. Ah, bleib doch unten. Ach, Mann. Alter. Hä? Ja, das verstehe ich gerade überhaupt nicht. Alter, ja, willst du nochmal rumlegen, ey? Ich drücke ausweichen und er macht es einfach nicht. Ja, ey, weißt du was, du kannst mich mal kreuzweise. Bleib doch mal weg jetzt! Alter, fick dich, verpiss dich von mir! Alter, wie kann das sein? Hallo, verpiss dich! Gib ihr in die Fresse! Bitte, bitte! Bitte, ich hab doch bitte gesagt! Ha! Ja! Pony Moly! Oh! Aber au! Hinter mir war gar kein Kissen. Warum war denn keins mehr? Alter! Ich bin gerade voll in den Kopf gestoßen, habt ihr wahrscheinlich gehört. Ultimativer Körper, Arale. Anhänglicher Cyborg, was wäre wenn? Ey. Nervigster Kampf. Safe. Geht geschafft. Ja, ich bin ein bisschen aggressiver geworden gerade, aber ich würde damit sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt Daumen hoch, wenn ich gebt Daumen runter. Im nächsten Part wird der anhängliche Cyborg, also der Schwarze da, also der schwarz angezogene, gegen C16 kämpfen.
Bis dann und ciao, euer Firelexer.